Unser schönes Bundesland Rheinland-Pfalz ist reich an Kultur und steckt voller Überraschungen. Heute bringen wir Schloss Böresheim bei Main zu Ihnen nach Hause. Der Ausdruck Gardinenpredigt stammt aus einer Zeit, als es noch üblich war, um das Bett herum Vorhänge aufzuhängen, um sich vor Blicken oder der Kälte zu schützen. War die Dame des Hauses schon im Bett und der Herr kam zu spät vom Gelage, musste er sich vor zugezogener Gardine eine Strafpredigt anhören. Geordnet geht es noch heute zu auf Schloss Böresheim bei Main. Allerdings bezieht sich das heute auf den stilvollen Barockgarten. Und bald sehen wir uns wieder auf Schloss Böresheim. Wir freuen uns auf Sie.